Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Welch eine Wortschöpfung, Hoffnungsglück. Freunde, das klingt doch besser als Krise oder Arbeitslosigkeit oder Armut. Hoffnungsglück, das sagt viel aus. Das kommt ja nur aus Goethes Osterspaziergang. Und zu Ostern gehe ich gerne mal in eine Gaststätte, gibt schönes Bierchen, schön Sauerbraten mit Knödel oder Klöße. Und da gibt es Menschen, die machen das auch. Sich die Feiertage hinstellen und für andere dienen, Dienstleistungen erbringen. Und was macht unser Staat? Der bestraft die Menschen noch mit 19% Mehrwertsteuer. Also rund ein Fünftel von dem, was die bekommen als Zeche, müssen sie direkt abführen. Und das, obwohl die EU in Brüssel gesagt hat, ihr könnt jetzt, Länder, ihr könnt jetzt die Mehrwertsteuer senken, damit den Menschen, den Gastronomen mehr Geld bleibt. 7% sind genug, 19% müssen sie bezahlen. Das halte ich für ungerecht. Und da sagt der Finanzminister, wir haben kein Geld. Dass ich nicht lache. Für die Banken haben wir doch auch Geld gehabt. Und für andere sinnlose Sachen haben wir ja auch Geld. Aber da, bei den Leuten, die von früh bis Abend arbeiten, 1,2 Millionen Leute beschäftigen in ganz Deutschland, in Hotel und Gastronomie. Den Leuten will man nichts zukommen lassen. Dabei kämpfen die Leute ums Überleben bei den gestiegenen Kosten. Deshalb nochmal, eine richtige Mehrwertsteuer, runter auf 7%. Senken Sie die Mehrwertsteuer von 19 auf 7%, liebe Regierung, dann geht es auch den Gastronomen besser und ihr habt mehr am Säckel. Ich wünsche euch schöne Ostern und denkt immer an dieses Hoffnungsglück. Lasst euch nicht bange machen in dieser turbulenten Zeit. Es wird auch wieder besser werden. Ein herzliches Glück auf!